Hallo, liebe EA-Trader. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie den MetaTrader verwenden können, um einen EA-Back zu testen. So, und das ist eigentlich ganz einfach. Sie müssen einfach nur hier den Strategietester aufwählen. Der war jetzt hier schon ausgewählt und aufgerufen. Sie können entweder Steuerung R als Tastenkombination verwenden oder einfach hier über Ansicht Strategietester den Strategietester aufrufen. Dann muss hier Expertenprogramm ausgewählt sein, hier in dem Einstellungen, in den Strategietester Einstellungen Expertenprogramm ausgewählt sein. Da könnte man auch was anderes auswählen, Indikator. Dann eben EA auswählen, den Sie testen möchten. Dann können Sie hier schauen, Euro-Dollar, Pfund, DAX, was Sie auch immer nehmen wollen, um den EA zu testen, in welchem Timeframe. Also hier mal H1 im Stundenchart. Dann gibt es hier drei Modelle, jeder Tick. Da wird wirklich jeder einzelne Tick angeschaut, der in den historischen Daten verfügbar ist. Kontrollpunkte, da werden sagen wir mal, weniger Ticks genommen, damit er einfach schneller läuft. Die Ergebnisse sind dann nicht verlässlich, aber man kann zumindest in der Regel die Funktionalität des EAs gut testen. Nicht die Performance, aber die Funktionalität. Und Open Price ist die Methode, wenn Sie im Prinzip nur auf Schlusskursen, auf Kerzenschlusskursen, die ja immer zu einem Eröffnungskurs erst festgestellt werden können. Wenn Sie einen EA haben, der darauf basiert, dann können Sie mit Open Price arbeiten. Der läuft natürlich sehr, sehr viel schneller, weil sehr viel weniger Ticks zu verarbeiten sind. Aber es sind halt nur ein paar, also geht halt nur wirklich bei speziellen EAs. So, dann können wir hier den Zeitraum auswählen, zum Beispiel nehmen wir jetzt vom Monatsbeginn bis zum heutigen Tag. Heute wäre der 23.8. Damit der 23.8. auch noch mit getestet wird, müssen wir hier den einen Tag später eingeben. Sonst hört er im Prinzip am 23.8. um 0 Uhr auf. Das heißt, er testet nur bis zum Ende des 22.8. Wenn wir jetzt hier 24 auswählen, ist zwar heute erst der 23. Aber dann wird er bis zum 23.8. laufen, so lang, wie er Daten hat für heute. Also aktuell Serverzeit 17 Uhr und ein paar Sekunden. So, der visuelle Modus, das zeige ich Ihnen nachher gleich, den Unterschied. Grob gesagt, wenn das angehakt ist, dann sehen Sie im Chart live, wie sich der EA entwickelt. Dann läuft er aber langsamer. Wenn Sie ihn ausgehakt haben, dann läuft es alles im Hintergrund und Sie können nachher hier kommt nachher ein Ergebnisreiter, wo Sie alle Deals sehen können. Ich finde es immer schön, im visuellen Modus zu testen, weil dann Sie eben die Deals wirklich sehen und dann kriegen Sie ein Gefühl dafür, was der EA macht. So, als Spread ist hier ein angemessener Spread zu verwenden. Das ist in Punkten. Also hier sehen wir, ich habe hier im Marktübersicht mit Rechtsklick Spread ausgewählt. Hier, jetzt ist er nicht mehr ausgewählt, jetzt ist er wieder ausgewählt. Das ist diese Spalte. Das sind zwei Punkte. Mal Dollar, bei Pfund Dollar sind es gerade 13 Punkte. Und das sind Punkte, das sind nicht Pips. Also drei Punkte sind 0,3 Pips bei Euro-Dollar in der fünfstelligen Quotierung. Beim DAX ist jeder Indexpunkt jetzt bei diesem Broker sind 100 Punkte, also 50 Punkte Spread sind 0,5 Indexpunkte. Und bei dem Broker ist super, ne? Gute Spreads, das geht jetzt auch teilweise auf 0 runter. Sehr schön. Habe ich unten auch einen Link für Sie, wenn Sie ein Demokonto eröffnen möchten und den Broker mal testen. Das ist ein Berliner Broker, nennt sich Direktbroker FX. Hat sehr gute Spreads, sehr gute Commission Rates, beim DAX gar keine Commissions. Einfach mal ausprobieren. Und dann muss ich hier jetzt mal bei Euro-Dollar, nämlich mal einen Spread von 10 Punkten, also einem Pip, 10 Punkten bei fünfstelliger Quotierung. Warum nehme ich 10 und nicht 1 oder 2 oder 3? Weil dieses Modell tendenziell, also es ist ein Ausbruchsmodell, dieses Hochtiefausbruch und das produziert Slippage und dann rechne ich lieber mit einem höheren Spread als mit einem niedrigeren, um dem im Prinzip simulierend Rechnung zu tragen. So, dann
können wir hier die Expert-Advisor-Optionen einstellen. Ich fange es hier einfach mal mit einem 10.000 € Kapital an. Also das können Sie frei auswählen, egal wie hoch gerade Ihr wirkliches Kontoguthaben ist, auf Demo oder Realkonto. Also hier fangen Sie im Prinzip dann mit 10.000 fiktiven Euros den Backtest an. Es werden Long- und Short-Positionen gemacht. Hier das können wir, die Optimierung können wir rauslassen jetzt vorerst mal. So, und dann hier die Eingaben des EAs. Das kennen Sie, die kennen Sie im Prinzip wie, sie sehen fast so aus, wie wenn Sie den EA auf den Chart laden. Bloß, dass hier noch zusätzliche Spalten da sind. Wobei Sie Anfangswert, Schritt und Stopp im Prinzip nur für die Optimierung brauchen. Das lassen wir jetzt aber mal weg, weil wir jetzt erstmal nur den Backtest erklären, wie der funktioniert. Also deswegen ist nur diese Spalte Wert relevant. Und auch das Häkchen, ob sie Häkchen setzt oder nicht, ist vollkommen irrelevant beim reinen Backtest. So, bei unseren EAs ist meistens noch eine Eingabe machbar, die heißt maximaler Spread. Das ist jetzt bei diesem, das ist manchmal in Punkten, manchmal in Pips, je nachdem wie Ihr EA programmiert ist. Bei diesem EA, den Sie übrigens ja auch käuflich erwerben können, da ist unten auch ein Link, da ist der Spread in Pips angegeben. Also 3 Pips sind also 0,0003 bei Euro-Dollar. Das wären dann 30 Punkte 30 Broker-Punkte bei fünfstelliger Quotierung. Das heißt, also 30 Punkte darf maximal der Spread sein, damit ein Signal validiert wird. Ich habe jetzt hier, der Strategietester rechnet jetzt konstant mit 10 Punkten, also liege ich immer unter den 30 Punkten, den 3 Pips. Damit funktioniert es. So, Symboleigenschaften brauchen wir nicht, Chart öffnen brauchen wir nicht, Expert Advisor ändern, da könnten Sie in den Code gehen, brauchen wir jetzt hier nicht. Und dann starten wir einfach mal durch, indem wir auf Test starten. Und weil wir ja jetzt den visuellen Modus ausgewählt haben, poppt hier jetzt ein Chart auf, der mir zeigt Euro-Dollar H1. Ne, das ist hier die H1 und Euro-Dollar im visuellen Modus, Visual Mode. Das läuft jetzt relativ langsam und das können wir beschleunigen, indem wir diesen Schieber hier nach rechts gehen. So, und dann sehen Sie, dann läuft das schon viel, viel schneller und das können Sie auch wieder verlangsamen, wie Sie wollen. So, und dann sind es hier eben die Deals, die gemacht wurden. Sehen Sie die Stop-Losse, wie sie gemacht worden wären, Take-Profits und so weiter. Jetzt ist hier ein Reiter-Ergebnis verfügbar. Da sehen Sie im Prinzip die einzelnen Schritte, die gemacht wurden. Also Schritt Nummer 1, es wurde ein Buy geöffnet, der wurde dann modifiziert. Da sehen Sie, der SL ist jetzt nicht mehr 0, sondern S1, 11, 31, 7. Dann im nächsten Schritt wird ein Take-Profit hinzugefügt. Das passiert alles im Prinzip im gleichen Tick, aber es sind drei verschiedene Schritte, deswegen drei verschiedene Zeilen. So, und dann kommt 2 Stunden später, kommt der nächste bei und können Sie das im Prinzip komplett nachvollziehen. Auch jetzt gucken wir mal, dass der irgendwie in einen Stop-Loss, genau, jetzt läuft der erste hier in Stop-Loss und das sehen Sie dann hier, das ist der Deal 2, der läuft jetzt um 20:31 Uhr, einen Tag später ist er in den Stop-Loss gelaufen und so dann sehen Sie, wie viel Gewinn da drin war, was dann der neue Kontostand ist, also hat er bei 10.000 Euro angefangen. So, im Diagramm sehen Sie dann den Dealverlauf, die Equity-Kurve. Das muss nochmal schneller laufen. Dann sehen wir hier, was passiert. Das ist schön zu sehen. Jetzt haben wir 2 Deals, die in Stop-Loss gelaufen sind und 2 Deals in Take-Profit. Dann sehen wir es hier am Diagramm. Hier Deal 1 Verlust, Deal 2 Verlust. Deal 3 Gewinn, Deal 4 Gewinn. Die blaue Linie ist der Kontostand, die grüne Linie ist das Equity zu dem Zeitpunkt, wo jeweils ein Deal geschlossen wurde. Entscheidend eigentlich immer hier in so einem Fall dann der Kontostand. Aber es ist halt interessant zu sehen, hier an der Stelle wurde ein Deal, das ist der dritte, das ist hier an dieser Stelle geschlossen. Und da war schon mal mehr Equity da, weil natürlich dieser letzte offene Deal, der vierte, war zu dem Zeitpunkt, wo der dritte geschlossen wurde, ja auch schon im Gewinn. Das heißt, das Equity war schon höher als das Kapital, der Kontostand allerdings noch nicht. Der wurde dann erst an das neue Equity angepasst, wenn der vierte Deal auch geschlossen wurde. So, und dann, wenn der
komplett durch ist, der Bericht. Hier können wir übrigens auch noch gleich zu heute springen. Wenn Sie hier ein Datum eingeben und dann springe zu. Und dann rechnet er im Prinzip im Hintergrund weiter und springt dann im Chart auf das Datum. Jetzt haben Sie gerade die kleine Glocke gehört. Das bedeutet, der Test ist fertig. Dann ist jetzt hier ein Bericht auch vorhanden und in dem Bericht können Sie dann sehen, hier insgesamt 22 Euro Gewinn mit dieser Profitfaktor mit 46% Gewinn, gewonnene Trades, 7 Gewinntrades, 8 Verlusttrades und so weiter. Dann sehen Sie den durchschnittlichen, den größten Gewinn, den durchschnittlichen Gewinn, den größten Verlust, den durchschnittlichen Verlust, Trades in Folge, Verlusttrades in Folge, Gewinntrades in Folge. Solche Sachen sehen Sie dann hier in der Berichtauswertung. So, und mal ganz kurz, wenn ich den visuellen Modus ausschalten würde und einfach auf Test starten, dann macht er das Ganze im Hintergrund, öffnet keinen Chart, aber ich sehe hier im Bericht, wie dennoch in den Ergebnissen, wie dennoch die Deals gemacht wurden. Wurden in dem Fall jetzt im Prinzip gleich gemacht wie der vorige, weil ich ja nichts anderes eingestellt hatte, aber es läuft dann halt viel schneller. Ja, und damit haben Sie Ihren Backtest und können, wo Sie jeden EA, den Sie wollen, auf verschiedene Symbole testen. Wenn wir zum Beispiel auf DAX gehen würden, würde man vielleicht einen Spread von 50 mindestens nehmen. Hier bei dem Broker mit 50 Punkten sind sie da ganz gut dabei. Bei einem anderen Broker bräuchten sie 100 Punkte, also ein Indexpunkt. Oder je nachdem, wie er dann quotiert, wenn zum Beispiel nur einstellig hinterm Komma quotiert wird, dann wäre ein Indexpunkt 10 Spreadpunkte. Genau. Dann hoffe ich, dass ich Ihnen damit geholfen habe und Sie Ihre Backtests sehr schön durchführen können. Bei Fragen gerne sich an mich wenden. www.mindfulfx.de/ea-programmierung. Da ist ein Kontaktformular und Sie können gerne zu mir Kontakt aufnehmen. Vielen Dank, Ihr Christoph Enslin von Mindful FX. Viel Erfolg!